Es ist endlich soweit. Erezu veröffentlicht sein erstes Erezu Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Okay, meine werten Damen und Herren, heute ist die Challenge, auf die ihr alle gewartet habt. Und zwar werden wir nämlich heute 24 Stunden nicht laufen in Minecraft. Und wir möchten heute Minecraft durchspielen mit diesen ganzen Schweinen hier. Okay, lass mal erstmal anfangen mit dem Boot hier. Oh mein Gott, ich wurde gerade von einem Schwein einfach getreten. Das ist zu weit weg. Oh, hast du dein Holz nicht bekommen? Oh mein Gott, das Holz ist so schön. Geh weg, Schwein. Also, um nochmal kurz zu erklären, wir können so viel drücken, wie wir wollen. Ich habe alle meine Tasten gemacht, außer meine Lauftasten. Die habe ich... Oh nein, ich komme da nicht mehr dran. Es ist zu weit weg. Also Lars und ich müssen heute das Spiel hier durchspielen, ohne zu laufen. Und wir haben uns ein bisschen was durchgelesen, wie das Ganze funktioniert. Aber das Schwein muss mich da hinbringen, Alter. Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt erstmal hier den hier. Ich mache mir mal eine Crafting Bench. Erstmal hier so viele Holz wie möglich machen. So, und dann müssen wir uns hier, um uns fortbewegen zu können, ohne irgendwas zu drücken, müssen wir uns jetzt so viele Boote wie möglich bauen. Ich habe jetzt 3 Stück, Alter. Darf man die hinter sich abbauen? Na, die Boote, ja klar kann man die. Also du kannst die sogar abbauen, du kannst ja die Boote abbauen und dann wieder neu platzieren. Oh Mann, warte, ich muss jetzt hier wieder, ich muss kurz runter das Boot wiederholen. So, jetzt habe ich wieder das Boot. So, ich gehe mal nach da vorne zu diesem Fischerdorf oder was das hier ist, warte. Nein, ich bin zu weit gelaufen. So, okay, jetzt kann ich zu dem Boot hier. Zack, jetzt muss ich mehrere Boote machen, ne? So. Oh nein, bei mir ist ein Schwein ins Boot eingestiegen. Oh mein Gott, Lars, das ist so schwer. Es ist überhaupt nicht einfach. Mach dir am besten mehrere Boote, Lars, Alter. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Boote. So, und dann hier. Okay. Lars, wo bist du denn? Du musst hier vorkommen. Bitte. Oh nein. Das Problem ist, ich verliere die Boote immer voll schnell, Alter. Das ist voll der Krampf. Lars, du brauchst... Oh Mann. Jawohl. Das Schwein hat mich reingeschoben. Okay, ich habe jetzt wieder ein Boot. So. Und jetzt muss ich hier nochmal kurz das Boot da wieder abholen. So. Und damit ich hier... So, das Boot habe ich dann Alter, wieder. Alter, das ist sowas von volle Kanne schwer. Das ist mega schwer. Glaubst du? Ja, ich bin hier. Warte, ich leg mal hier in den richtigen Way. So, jetzt habe ich das Boot. Oh nein, ich komme da jetzt wieder nicht rein. Oh Mann, Mist. Okay, Lars, du musst jetzt zu mir herkommen. Los, beeil dich. Du musst das Boot hier auf dem Weg nochmal mitnehmen. Bitte gib mir dieses Boot. Nein! Hast du Boote mitgenommen? Oh, Lars, du bist richtiger Pro, Alter. Hast du genug Holz mitgenommen? Das Problem ist, das Boot ist immer weg. Doch, du hast es. Oh mein Gott, richtig gut. Okay, dann lass mal da runter gehen. Da ist ein Fischerdorf. Nein, ich habe das Boot zu weit weg platziert. Pass auf. Okay, hier, nimm den. Okay, danke, Mann. Und dann nach vorne. Und dann bin ich jetzt hier. Okay, chill. Was ist das hier? Ey, da vorne. Oh, lol. Ich wurde nach vorne geschoben. Hatte ich das Boot nach vorne geschoben? Ich kann nicht nach vorne. Ich kann auch nicht laufen. Ich bin nicht gelaufen. Oh mein Gott, hier sind Sachen. Hier sind Buckets. Hier ist Gold. Ich komm da nicht dran. Ich nehme mal alles weg, raus. Schwein. Alter, hier sind Sattel. Lass, ich weiß, wie es weitergehen wird. Wir brauchen eine Dings. Wir brauchen irgendwie. Ich nehme hier mal ein bisschen was raus, ne? Wir brauchen einen Kartenstab. Ja, nimm dir auf jeden Fall die Fische und sowas mit raus. Ey, ich habe 2 Sattel. Ich habe 2 Sattel bekommen, Lars. Okay, warte mal. Nice, kann man nice. Hier. Oh, ich bin jetzt auch bei dir oben. Hör auf, mich mal hier durch die Gegend zu schieben. Ich versuche ja mein Bestes. Oh mein Gott. Ah, jetzt sitzen wir beide im selben Boot. Hallo, ihr beiden. Oh, hi. Alles klar. Wir sind Roman und Lars und wir sind hier mit Booten unterwegs. Ihr zwei wollt Minecraft durchspielen, ohne WASD zu drücken? Ja, genau, das wollen wir machen. Lol. Wir können uns hauen. Stimmt. Wir können uns hauen. Richtig gute Sache, Alter. Stimmt, Alter. Richtig gute Sache. Mal gucken, wie ich euch helfen kann. Ja, wir brauchen irgendwie sowas. Oh, perfekt, Alter. Warte mal, ich baue mal das hier noch ab. Und dann können wir uns... Kannst du mich kurz nach da hinten hauen, Mann? Perfekt. Okay, ich hab die Boote. Oh, Alter, der hat Dings. Der hat Karotten da. Karotten und Stick. Ich komm da unten aber nicht dran. Ich komm ran. Warte. So. Und dann so. Und dann so. Ich hab die Karotten und den Stick. Ich hab sie. Okay, chill. Relax. Ich komm jetzt hoch. Chill. Jetzt muss ich hier kurz aussteigen. Okay, hör zu. Lass, du musst jetzt ein Boot... Bau mal bitte dann von den Schweinen den Zaun ab. Und dann können wir bei den Schweinen einen Sattel drauf machen und einen Carrot und einen Stick benutzen. Ah, dann können wir laufen mit denen. Okay, pass auf. Setz dich da drauf. Okay, und hier hast du Carrot und einen Stick. So. Okay. Und jetzt musst du für mich
ein Schweinhund. Oh mein Gott, das sind sau viele Schweine. Ha, die laufen dir alle hinterher. Der ist einfach ins Boot gelaufen. Oh mein Gott, perfekt, perfekt. Okay, Lars, wir haben alles. Wir haben unsere Schweine. Guck, es funktioniert. Warte, der ist einfach ins Boot gelaufen gerade. Ja, wir ist doch egal, wir haben doch jetzt unsere Schweine. Lass die mal weitergehen. Ja, guck mal. Mein Schwein ist ins Boot gelaufen. Oh mein Gott, wir können laufen, ohne WASD zu... Ja, ist doch... Och Mann. Aber ist doch egal. Ach so, dein Schwein mit dem Dings ist ins Boot gelaufen. Da kommt er nicht raus und jetzt laufen als weiter Schweine da rein. Ah, oh nein, meins ist auch drin. Oh nein. Oh oh. Okay, hör zu. Wir müssen das kaputt machen. Wie kriegen wir... Da! Ah, da! Ich mach's. Hör auf. Okay, mach. Komm, schlag drauf. Ja. Jetzt. Ja. Okay. Okay, funktioniert. Sag. Bist du drauf? Ja, okay. Lauf mit deinem Schwein nicht mehr in Boote rein. Okay, weg hier. Ha. Okay. Alter, Lars, wir spielen Minecraft ohne WASD. Das ist so schwer. Alter, das ist das Schwierigste, was ich, glaube ich, bisher so gemacht habe. Okay, dann lass mal gucken, was wir noch machen können. Junge, so viele Schweine sind hinter mir. Ey, ich glaube, wir können sogar mit dem Schwein, können wir sogar jetzt so schwimmen und sowas in der Art. Ich glaube, wir können jetzt sogar so... Alter, guck mal, wie viele Schweine uns hinterherlaufen. Guck mal nach hinten. Alter, wir haben hier so viele Schweine jetzt. Oh, lass mal hier durch die... Oh, da hinten ist ein Dorf, ey. Lass mal da hingehen. Übelst das Schweinerennen. Junge, hier, über das Schweinerennen, ey. Richtig lustig. Ey, das macht ja voll Spaß. Okay, pass auf. Lass mal gucken, was wir hier machen können. Vielleicht können wir uns hier noch irgendwo Items oder sowas holen. Junge, da hat einer einfach so ein TNT vor seinem Haus platziert. So eine Sicherheitsmaßnahme, gell? Okay, na, lass mal gucken. So, übrigens, laufen tun wir nicht mit BASD, sondern das Schwein läuft jetzt sozusagen der Karotte hinterher. Guck mal, hier ist ein Schmied. Okay, oh mein Gott. Okay, so. Alter, der Schmied hat Items. Dein Umhang buggt. Junge, echt jetzt? Buggt der gerade? Hey, guck mal, Lars. Der Schmied hat Items. Lass mal hier die Items rausholen. Junge. Das sieht richtig gut aus. Der guckt gerade nicht hin. Der macht gerade andere Sachen, Alter. Junge, guck dir das mal an. Angeblich, Alter, beste Rüstung der Welt gerade bekommen einfach. Junge, warte, guck mal. Ich muss mal kurz anziehen. Junge. So, und Helm. Sogar verzaubert, Alter. Okay, lass dir schnell weggehen, bevor der Schmied uns sieht. Oh Gott, Alter. Junge. Ich kann nicht laufen jetzt. Wir wollen Minecraft heute durchspielen. Das heißt also, Lars, wir müssen auch den Ender Dragon irgendwie besiegen. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Guck mal, hier ist ein Markt oder sowas. Oh, hey, guten Tag. Hallo, werter Herr. Oh, Josef. Ja, mein Schwein macht, was es will. Geht da jetzt wieder hin. Glaub, mein Schwein pfeift. Hey, ihr, kauft bei mir etwas. Josef, ihr seht so aus, als würden euch die Beine wehtun. Ich kann euch diesen Stuhl empfehlen. Josef, wir brauchen keinen Stuhl. Wir brauchen irgendwas, mit dem wir uns fortbewegen können, Josef. Oh, ihr braucht etwas, um euch schneller bewegen zu können? Genau, richtig. Genau das brauchen wir, Josef. Was kannst du uns dafür geben? Wir brauchen irgendein cooles Item. Ich hätte da was, aber dafür möchte ich sehen, was ihr mir bieten könnt. Okay, hör zu, Josef. Wir geben dir einen ganzen Stack Goldnuggets. Das Schwein ist außer Rand und Band. Dein Schwein rastet einfach aus. Ah, meins auch. Oh Gott. Hör auf, Schwein, nicht so rumspringen. Okay. Hör zu, Josef, was hat 18-karatiges Gold? Das ist seriös. Ja, genau, richtig. 18-karatiges Gold. Das haben wir vom Fischer geklaut einfach. Hier, könnte was für euch sein. Lars, der gibt uns irgendwas. Ah, hoffentlich nicht diesen Stuhl oder sowas. Alter. Oh, Alter, das sind Gleiter. Lars. Oh, du hast einen aufgenommen. Warte mal. Juhu, komm mal nach da hinten. Ich bin frei. Dankeschön, Josef. Vielen lieben Dank. Nimm den. Nimm den schnell. Ich nimm. Tschüss und danke für den Einkauf. Okay, danke. Wow. Alter, Lars, wir haben jetzt einen Gleiter bekommen. Wie cool ist das denn? Warte mal, ich guck mal, ob ich den benutzen kann. Wie kann man den denn benutzen? Oh, den kann man anziehen, aber wir können ja nicht laufen. Hey, aber... guck mal, wenn wir hochspringen, dann können wir uns auch so bewegen. Okay, ich habe verstanden. Gut. Okay, perfekt. Nice. Dann lass mal weiter benutzen. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir können von der Insel jetzt hier runter, daher, dass wir den Gleiter haben und wir ohne zu nach vorne zu drücken oder sowas, nur durchspringen wir uns fortbewegen können. Ey, man kann doch nach da... Wir können auf die andere Seite fliegen. Da, darüber. Ja, wir können übers Meer fliegen. Okay, perfekt, lass das machen. Wir brauchen nur einen hohen Aussichtspunkt. Wo wollen wir da lang gehen? Hä, Opi? Der Opi hat auch einfach TNT an seinem Vorgarten. Schönes Ding. Guck mal, hier ist ein Turm. Lass mal versuchen, auf die Kirche hochzugehen, genau. Und dann von der Kirche aus können wir dann mit diesem Jump-Ding da irgendwie so hochspringen. Wie wollen wir da hochkommen? Wir haben da mit unseren Schweinen natürlich. Schweinchen. Dödödö. Alter, können Schweine Treppen hochlaufen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Dein Schwein geht einfach rückwärts die Treppe hoch. Alter, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Oh mein Gott, Lars. Okay, warte mal. Chill. Okay, relax. Ich bringe jetzt kurz mein Schwein um. Warte. Ich bring jetzt mein Schwein.
Okay, warte. Ich muss jetzt hier raus. Lass es doch. Ah! Okay. Nimm die Karotte in die Hand. Nimm die Karotte aus der Hand. Nimm die Karotte aus der Hand. Lauf. Spaß. Okay, ja, du musst jetzt dein Schwein genauso umbringen, wie ich mein Schwein umgebracht habe. Oh mein Gott. Oh Gott, bitte schubst dich nicht runter. Okay, pass auf, hör zu. Wir machen das nacheinander, okay? Ich stehe hier schon an der Kante. Ich werde jetzt dort rüberfliegen zum Strand. Und dort scheint, glaube ich, alles in Ordnung zu sein. Und wir müssen einfach nur von dieser Insel hier runter, okay? Das heißt, ich nehme jetzt meinen Hangglider und du machst mir einfach nur nach, wenn ich fertig bin, okay? Ja, ja, okay. Alles klar, dann nehme ich jetzt einmal den Hangglider und springe. Okay, perfekt. Und ich gehe jetzt mit der Luft. Okay, ich darf nicht nach links oder rechts drücken. Oh nein, lass, ich flieg voll nach links. Warte, wo ist das Schwein da? Okay, oh, okay. Lars, ich bin hier bei Booten gelandet. Okay, ich hab's, so. Jetzt das Ding anziehen. Genau, und springen einfach nur. Ja, genau. Oh mein Gott, das ist aber ganz schön... Ja, genau, mit der Maus kannst du ganz lenken. Ganz schön knapp. Aber, Alter, okay, gut, was haben wir hier? Hier ist das Wasser zum Glück nicht so hoch. Oh mein Gott, halt an! Du musst jetzt da oben, komm hier runter ins Wasser, hier sind Boote. Wir können uns mit den Booten weiter bewegen, guck mal. Man kann sich in die Boote reinsetzen und dann können wir hier rauskommen eigentlich. So. I'm on a boat. Kann ich in dieses... Alter. Voll schwer, weil das die ganze Zeit... Ich komm nicht in das Boot da rein. Doch, jetzt komm ich rein. Okay, lass. Wir müssen uns einfach durch Boote durchbewegen, gell? Ey, ich weiß, was wir machen können. Ich weiß sogar, wie wir uns weiter fortbewegen können. Warte mal, Chimmer. Ich hol uns mal zwei Wasserbecher. Hol dir mal auch Wasser. Hast du einen Eimer? Nee, ne? Du hast die Eimer, glaube ich, genommen, oder? Ich habe gerade Eimer aufgefüllt, aber die sind gerade wieder leer geworden. Komischerweise. Okay, so, jetzt bin ich hier. Jetzt gehe ich in das Ding rein. Okay, hör zu. Ich glaube, ich weiß, was wir tun können. Komm mal zu mir rein, ins Boot. Okay, bin dran. Und jetzt mache ich hier Wasser hin. Oh nein, es ist weg. Okay. Hä? Ich kann das Wasser nicht platzieren. Was? Oh Gott, Lars. Okay, hör zu. Wir sind jetzt hier mit dem Boot. Ich glaube, wir können jetzt hier wieder aussteigen und einfach mit dem Hangglider wieder nach vorne gehen. Okay, und dann hier. Alter, hier ist ein Dings. Hier ist ein Nachtclub, Lars. Wir können in den Nachtclub gehen. Wir können ein bisschen Party machen hier einfach. Es ist so schwer, sich fortzubewegen damit. Wir können einfach nicht laufen. Aber wir müssen noch den Ender Dragon töten. Wie kriegen wir das denn hin? Okay, pass auf. Ich gehe mal da runter, okay? Wie mache ich das jetzt am besten? Hangglider an und da reinfliegen. Und stopp. Alles klar. Oh, hallo. Hi. Junge, das ist der freundliche Enderman. Hi. Enderman-Freunde, hallo! Warte, ich zieh das Ding mal kurz ein bisschen an, dann bin ich hier auf der Treppe. Was geht ab, Frienderman? Der gute Frienderman. Ihr seid ja kleine, süße Endermans. Ja, also lasst uns nicht mehr so Ender. Komm, Party machen! Ja, okay, also die Endermans machen einfach die ganze Zeit Partys. Warte mal. Ey, Lars, ich glaube, du kommst hier gar nicht rein, wenn du kein Enderman bist. Ich hab eine Idee, warte kurz. Okay, such dir. Yeah, bei uns Endermans geht's richtig ab. Lass, beeil dich. Die wollen hier irgendeine Party machen. So, was haben die denn hier? Ich hab's. So witzig. Wuhu! Was haben die denn hier für Items? Ich glaube, wir müssen uns hier was. Alter! Die haben hier. Lass. Die haben hier Enderman-Perlen. Bist du gestorben? Wo bist du? Wo hast du denn die Maske? Du siehst echt aus wie so. Okay, alles gut. Ey, guck mal, hier sind Enderperlen überall. Ihr wollt in die Endwelt? Ja, wir wollen in die Endwelt. Frienderman, hier. Ich möchte in die Endwelt. Wir müssen den Ender Dragon besiegen. Okay, ich mache euch ein Portal auf. Folgt mir. Lass, du musst ihm hinterherkommen. Komm, flieg da. Wir müssen hoch. Wir müssen mit dem Hangglider hinterher. Hey, der macht uns hier auf. Lass, komm. Du musst hochkommen mit dem Hangglider. Ich komme. Immer springen. Viel Spaß euch. Oh, danke dir, Frienderman. Oh, okay, ich bin drin. Ach, hier noch Enderaugen, falls das Portal zu ist. Ach so, lol, warte, Lars, ich muss noch die Enderaugen holen. Warte. Okay, ich gehe schon vor. So, ich muss sie aufheben. Danke dir, Frienderman. Okay, Alter, der hat uns hier einfach ein Portal aufgemacht, ey. Junge, der Frienderman ist so ein netter Kerl, ey. Den haben wir damals kennengelernt, als wir die Enderman-Folge aufgenommen haben. Alter, was ist das denn hier für eine Höhle, ey? Junge, das ist mit diesem Hangglider. Ich komme. Woo! Ah. Bist du öfter hier? Der Typ kommt bestimmt auch nicht laufen, wie wir. Alter. Okay, Lars, wie geht's weiter? Alter, hier sind einfach Minecarts. Oh mein Gott, kann man sich in die Minecarts einfach Lars, man kann sich in die Minecarts reinsetzen und einfach immer zum nächsten Minecart springen. Bin ich nah genug? Oh mein Gott. Lars, komm schon, und du schaffst das. Ich bin hinter dir. Das ist ja überwitzig. Okay, wie steigt man hier aus? Okay, alles klar. Und von hier aus können wir uns jetzt mit Enderman-Perlen weiter bewegen. Junge, hier ist eine Dings. Hier ist eine. Hast du eine Spitzhacke?
Bitte sag mir, dass du eine Spitzhacke hast. Aber ich kann das mit meinem Kopf abbauen. Ich kann es auch mit meinem Kopf abbauen. Dann lass es mal mit dem Kopf abbauen. Ich beiß es einfach auf, gell. Oh nein. Aber da drin ist bestimmt auch wieder ein Item, was wir benötigen. Okay, wir haben auf jeden Fall. Hast du dir genug Enderperlen eigentlich mitgenommen? Weil wenn wir ich habe noch ein paar. Ich habe nämlich übrigens das Portal noch gar nicht gesehen. Wir müssen noch. Ich habe aber die Augen bekommen vom Enderman. Vom Frienderman, meine ich. Der hat uns alle Augen gegeben, dass wir gleich ins Portal reingehen können. Das ist und so. Komm schon. Boom. Den Kopf aufgemacht. Oh! Hä, hey, was ist das denn? Armor Jetpack! Lars, das ist ein Jetpack einfach! Hä? Junge, ich sag's dir! Ah, Tatsache! Aha! Ja! Okay, perfekt. Wir können jetzt fliegen. Okay, perfekt. Das ist richtig gut für den Kampf. Oh, und da vorne ist es schon. Guck mal, hier ist das Ding. Hier ist das, Portal, oder? So, okay. Jetzt müssen wir hier nur noch, ohne uns zu bewegen, die Augen hier nochmal reinmachen. Das heißt also, zack, 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 zack. So, und dann teleportiere ich mich kurz darüber. So, Lars. Alter, wir spielen jetzt Minecraft einfach durch, ohne uns zu bewegen. Okay, Lars. Ja, genau. Wir können jetzt entweder... Ey, man kann Jetpack und Dings gleichzeitig anziehen. Echt jetzt? Kann man? Na, dann guck mal wieder zu, wie du hier hochkommst. Okay, ich glaube, ich schmeiß einfach eine Enderperle gegen die Decke und dann fliege ich in das Ding rein. Ja, ich bin im End. Und Loading Terrain. Ha, okay. Ich auch. Okay, wir sind im End. Okay. Oh, du stehst in mir. Okay, wir können hochfliegen. Relax, relax. Also, ich brauche hier erstmal mein Hanglider. So, jetzt müssen wir gucken. Okay, ich habe... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Der Ender Dragon hat mich schon angegriffen. Relax, Lars. Wir brauchen unbedingt. Ist heute der junge Mann. Ist die Golden Apples. So, was machen wir jetzt am besten? Also wir können die Jetpacks benutzen und dann, wenn wir oben sind, können wir hier mit den Hanggleitern fliegen. So, und mit den Hanggleitern können wir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Okay, Lars, du kannst nicht den Hanglider benutzen und gleich. Okay, aber man kann hochfliegen mit den Hanggleitern. Okay, das ist voll die gute Kombi, ey. So, okay, das heißt Hanglider ausmachen. Und jetzt schieße ich von hier den da ab. Alter, es geht voll easy, Lars. Wir sind voll gut ausgestattet. Warte. So. Und dann fliege ich jetzt kurz hier rüber. So, Lars, komm, du musst jetzt auch mit reinkommen und die ganzen Dinger hier machen. Da. Warte, mach du die hinteren, ich mach die vorderen hier fertig. Oh Gott. Oh, okay, muss aufpassen. Die Dings, der Ender Dragon greift dich die ganze Zeit an. Junge, aber diese Kombi mit dem Jetpack und so, das funktioniert richtig gut, ey. Ach, man kann sich damit schon ein bisschen weiter nach vorne bewegen. So, dann muss ich den jetzt noch kaputt machen. Und dann muss ich... Den hier? Oh, der Ender Dragon. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich muss doch irgendwie einen Weg finden. Alter, der Ender Dragon hat dort eine Aura hingepackt. Das ist so schwer. Das ist mega schwer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Falsch. Oh mein Gott. Alter, ich habe gerade voll viel Damage bekommen. Okay, ich muss jetzt hier wieder hochfliegen. Lars, komm, wir müssen alle diese Kristalle kaputt machen. Wir schaffen das. Oh, du hast... Alter, wir sind sogar schon fast fertig. Wir haben schon fast... Alter, der greift mich an. Oh mein Gott, mein Spiel ist kurz stehen geblieben. Alter. Okay. Und zack. Oh. Okay, alles gut. Ich habe schon übelsten Fallschaden. Ich habe auch voll gerade. Ich fliege auch die ganze Zeit runter, weil ich immer vergesse, dass wir nicht laufen können. Okay, gut, Lars. Da hinten ist noch einer. Warte, ich gucke, ob ich einen Weitschuss hinbekomme. Ja, Weitschuss hinbekommen. Oh mein Gott, nicer Shot. Ja, Mann, danke dir. So, jetzt müssen wir nur noch hinbekommen, dass wir den Ender Dragon kurz töten. Oh mein du Gott, nicht, Alter, hast du das gesehen? Du kannst nicht in der Luft angreifen, das funktioniert nicht. Aber da. Schieß ihn ab. Das geht voll gut. Okay. So, aber ich Fritz raus. Jetzt kommt er kommt auf mich zu. Ja! Hau drauf! Ich haue. Ich kann ja nicht laufen. Warte. Ich mache jetzt Luftangriff. Oh mein Gott, Alter, leckt mein Spiel gerade. Luftangriff! Lars, mach mal Luftangriff auf den, wirklich. Ich kann mit dem Schwert draufschlagen. Ja! Komm schon. Ich hau gerade auf seinen Hintern. Ja, man, hau auf seinen Hintern, ich hau auf seinen Kopf. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Es muss doch jetzt soweit sein. Gleich muss er tot sein. Ja, oh mein Gott. Was? Hat der nicht überlebt? Das ist doch unglaublich. Wo ist er denn jetzt wieder? Da oben ist er. Alter, der fliegt so hoch. Ja, Alter, ich habe den gerade voll gut getroffen. Okay, er macht wieder einen Sturz zu. Ja! Jawohl. Wir haben es geschafft, Alter. Oh mein Gott. Haben wir die Challenge gewonnen, ey? Oh mein Gott. What is happening? Nice. Alter, wir haben einfach gewonnen, Alter. You won! Oh mein Gott, Tatsache. Wie krank ist das denn? Okay. Ich höre einfach immer noch den Flügelschlag. Ich höre ihn auch noch. Ich glaube, man kann die Seele jetzt vom Ender Dragon klauen. Okay. Kann man sie klauen? Nee, kann man nicht. Okay, Leute.
Das war, wie man Minecraft ohne WASD gewinnen kann. Ja, das ist, wie das funktioniert. Wir haben tatsächlich Minecraft durchgespielt, ohne einmal zu laufen. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Naja, okay, Leute, wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, gibt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben für diesen ganzen Stress. Schaut auch gerne bei Lars vorbei. Dort gibt es auch interessante Challenges. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!